Ey, yo, steig die Wichser mal in die Autos, Mann! Was ist die Plan bei die Kali? Die Nerv. Ich glaube, ihr zwei haben das schon verstanden, dass die Couch müde ist, richtig? Bitte? Ich sag, ich glaube, ihr habt schon richtig verstanden, dass nicht diese Couch, sondern die hinter mir. Bro, die Couch ist doch rot, Mann. Bei euch ist richtig? Was? Wir haben es hier gerade gemütlich gemacht. Bist du taub oder was? Nee, du redest so. Du sollst dich da hinsetzen. Das ist die Couch für die Leidenschaft, nicht für euch. Ist scheißegal, ob ihr da ist oder nicht. Ihr habt da nicht zu sitzen. Punkt. Warte, ich ruhig mal kurz an. So, Jungs und Mädels, einmal aufstehen jetzt. Ansonsten können wir das Bitcoin ist am Telefon. Bitcoin! Ich bin eine Minute da. Eine Minute? Ey, ich sitze hier auf so einem Sessel und deine Jungs verjagen mich. John, hermano, John. John? Wenn die auf meinen Sessel sitzen, hermano, dann sollen die aufstehen. Ach, die sind hässlich. Was ist denn dein Sessel? Ist das eure Casting-Couch oder was? Welcher ist denn dein Sessel, Bitcoin? No, um ehrlich zu sein, sind alle meine Sessel. John, solche Sofas habe ich in der Schmuddelfilm auch schon. Alle sind deine Sessel? Ich finde dich sehr. Er hat gesagt, er meinte alles in seine Sächel. Wo soll ich mich dann hinsetzen? Also auf dem Boden sitzen die Hunde oder was? Ja, was soll die Scheiße, Mann? Was soll dieser Disrespect, Mann? Wir kommen hierher in Frieden, Alter. Ey, hier, Bitcoin! Was geht, Bitcoin? Bitcoin, yo, was geht? Hola. Ich hoffe, es ist kein Problem, dass ich wieder kacken war bei dir. Was machst du so? Ich stehe vor meinem Kamin und wärme mich. Vor meinem Feuer. Das ist kein Kamin. Das ist ein Lagerfeuer, das ist kein Kamin. Ja, ich habe noch 3 Kamine dort hinten, deswegen verwechsel ich das. Das ist ein Lagerfeuer, ihr habt recht. Das ist ein Problem, dass ich auf deinen Sessel gefurzt habe. Natürlich nicht, Hermano. Wir haben Ali. Wo ist Ali? Ali, steh mal auf, du wolltest. Ali wollte dir was persönlich mitteilen. Si. Mr. Bitcoin. Si. Ich bin der neue Pressesprecher von dem Platz und ich wollte sagen, ab jetzt 100% von Waffenrotte gehören Ali und ihr dürft gerne drauf arbeiten. Okay. 50% zahlen nur. Warte mal, der ist nicht unser Pressesprecher, wollte ich nur erwähnt haben. Das ist nichts Böses gemeint. Ich mache viele Angebot. Wie lautet denn dein Angebot? Mein Angebot, ich übernehme die Waffenrotte. Und ihr dürft daran arbeiten. Erste Monat gratis, Wallabina. Fucking Sleeper, Mann. Das ist ein guter Angebot, oder? Ich sag dir ehrlich, so ein Angebot kann man nicht ablehnen, Alter. Sehr stark, Ali, sehr stark. Das ist ein stabiler Deal, oder nicht, Mann? Wir können gerne auf. Verhandeln, Mann. Keine Problem. Es ist ein guter Deal, sieh, das stimme ich zu. Wenn die Route dir gehören würde, Mano. Ja. Aber sie gehört mir. Aha. Ja, wieso du nichts geben? Teilen ein bisschen. Möchtest du ein Messer von mir haben? Habibi, sag mal, ich kann dir anbieten 2-3 Besen, weißt du, aus Besenkammer, ich bekomme Rute. Wir machen Tauschgeschäft, fair. Naja. Und er putzt noch einmal euer Anwesen, hat er auch gesagt. Inklusive, Mann, das ist ein Paket drin, Mann. Das ist ihr neuer Tarif Debitel, Alter. Ja, Mann und Ali, du kannst hier aussuchen, was du für ein Geschenk haben willst. Ein Messer, Baseballschläger oder eine Pistole. Wie? Nimm die Waffe, da meist du ja, mit. okay. Ich nehme die Pistole. Kannst du verkaufen. Gehörst du zu dem Blatt? Nein. Er ist unser Hausmeister, also wir stellen ihn noch ein. Ja. Okay, dann nimm die Pistole. Oh! Fuck. Ich dachte, der macht dir Angebot an. Und wenn wir jetzt über Geschäfte reden wollen, Armano, dann sind meine Ohren offen. So, der hat ihn abgeknallt, Alter. Bitcoin, ich wollte dich fragen, warum ein Kali-Kartell-Member von dir mich so disrespected. Welcher? Ich weiß nicht, wie der heißt, Mann. Ah, diese. Meinst du so disrespected, der beispielsweise zu jemandem nach Hause kommt, in seine Toilette scheißt? Auf seine Couch furzt oder irgendein Pendejo hier mit herbringt, der. Ich habe noch da hinten gegen diesen Stein gepisst, Mann. Das hast du noch vergessen. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen, das stimmt. Naja, wir kommen mal zurück. Guck mal, was ich dir hier für ein Angebot machen wollte. Guck mal, Ali hat das ein bisschen falsch erklärt. Weißt du, dieses Angebot war gar nicht so falsch, was er da gesagt hat. Wir wissen alle ganz genau, Mann. BVB-Crips, die werden euren Arsch schicken, ja? Diese BVB-Crips werden euren Arsch schicken. Deswegen gib mir schon mal die Route, weil ich kann besser darauf aufpassen, weißt du, wie ich meine, Mann? Weil deine Route ist eh weg, weißt du, wie ich meine? Dann kann ich wenigstens darauf aufpassen. Ist nur ein Angebot von mir. Du und dein Würfelpack-Trupp? Wie bitte? Ich habe gesagt, du und dein Würfelpack-Trupp, Sosa. Mach den Mund auf. Mein Würfelpack-Trupp? Das ist da vorne, wo die ganzen Leute sind, wo wir immer chillen. Ist es nicht da, wo du deine Frau kennengelernt hast? Ja, und da auch, wo meine Mutter was hatte. Oh. Guck mal. Wer ist jetzt als persönlich geworden, Bitcoin? Nicht, dass du am Ende sagst, dass wir die Ersten waren, die beleidigt haben. Bei diesem Event, meine Mutter beleidigt hast. Also halt deine Fresse. Ich hab nicht deine Mutter beleidigt, Mann. Die BVB-Crips haben deine Mutter beleidigt. Nein,
Du. Warum habe ich deine Mutter beleidigt? Guck mal, ich habe heute nicht angefangen zu beleidigen, Bitcoin. Und am Ende heißt es wieder, dass ich angefangen habe. Was soll die Scheiße? Das stimmt, Hermano. Du hast nur gegen meinen Stein gepisst, in mein Haus geschissen und auf den Sofa. Guck mal. Erstmal, in dein Haus geschissen ist was ganz Mächtiges. Jo, gehst du nicht scheißen, Mann? Gehst du nicht scheißen? Gehst du nicht essen? Hä? Jo, ich hab doch ganz genau gesehen, heute Morgen hast du dich voll gefressen, Mann, du Wichser. Du konntest nicht mehr, Mann. Ja, wer bist du überhaupt da links von mir? Was redest du gerade von der Seite, Mann? Ich bin Tony. Ja, der war hier im Start, Alter, da. Keine Ahnung, Mann. Was bei dir los, Herr? Ja, fick dich, da hängst du noch bei Bitcoin an den Eiern, Alter. Hast du ein bisschen Moin Moin gespielt, Alter. Schwanz, Mann. Ich bin ein langer Schwanz. Ja, das ist deine Freundin, ne? Ich fick sie und du kannst mit mir zugucken, du dreckige Pendejo. Das ist deine Fresse jetzt, Mann. Ach, Toni, los hier, wenn sie wollen, komm mal runter, bitte. Warum sollen wir wieder runterkommen? Der Wichser kommt nicht runter. Nein, ihr kommt nicht runter. Ihr fangt mich schon ganz mit dir ab. Was wollt ihr hier, Mann? Ja, Mann, das ist ganz sauer. Ich rede doch gar nicht mit dir. Ich rede mit Bitcoin. Keiner hat mit dir geredet, du Wichser. Keiner hat mit dir geredet, du Wichser. Wusste, hast du mit ihm geredet? Hey, ich hab nicht mit ihm... Yo, Toni, hast du mit ihm geredet? Nein, ich hab auch nicht mit ihm geredet. Ich glaube, keiner hat mit ihm geredet. Also halt deine Fresse. Halt deine Fresse, Mann. Keiner hat mit dir geredet, Mann. Niemand hat mit dir... Guck ihn dir an, ja? Guck ihn dir an, ja? Loco, du bist stärker als er. Er sagt dein Chef, dass du nichts machen sollst, Haslock. Das ist mein Sohn, Hermanus. Dann sagt halt dein Papa. Darf ich den hier abklären, Bitcoin? Sauer, Mann. Nein. Oh, no. Nein, nein. Darfst du nicht. Aber ich glaube, Toni wäre kein herber Verlust. Er kümmert keinen. Wo waren wir stehen geblieben? Der Weg hat mich wieder aufgehalten. Bei gar nichts, um ehrlich zu sein. Weil ihr seid immer noch nicht auf den Punkt gekommen. Bist du willst hier was über Punkt.com erzählen, Mann? Du hast einen Job, Mann, du hast reingeschissen, du Wichser! Ja, die Blatt und die Kalis hatten eine schwierige Vergangenheit. Und Bitcoin, du hast ja selber gesagt, nachdem ich und Toni von dem Platz gegangen sind, sind die Blatt abgestürzt. Sie? Wie wär's, wenn wir an einen Strang ziehen? Und nicht so, verdammte, weißt du, wie ich meine, so immer so gegenseitig beleidigen wie dieser dreckige Wichser von Luca Toni, weißt du? Der meint dies Luca. Ja. Hat deine Fresse, Marschmann, getickt. Weißt du, eine Leberwurst. Seitdem mit deiner Frau nicht mehr läuft, ich weiß nicht, ey. Ja? Okay. Irgendwie bist du gereizt. Nein, mir geht's gut. Hermanos, ich dachte, ihr wollt mit mir reden. Ich will doch mit dir reden, der Wichser hat doch dazwischen geredet. Aber die andere hier, die müsste ich die ganze Zeit ein. Ja, es sei nie die Leadership an meinen Sohn, Hermanos, wenn ja, ich nicht da bin. Ja, ich krieg das ihm aus. Loco, ich soll dich von deiner Mutter grüßen. Sie hat dich ganz, ganz doll lieb. Das ist ja die Frau von Bitcoin. Wisst ihr, warum das nicht sein kann, Hermanos? Weil sie tot ist. Ja, aber... Schon sehr, sehr lange. Loco ist doch ein Hurensohn, Mann. Das war eine, was war das anderes? Das war eine Affäre und so. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, du bist ein cooler Junge. Mr. Wilkom, bitte, was reden wir noch mit denen? Warte. Ich bin ja noch nicht mal zum warte Punkt auf gekommen. Deinen Befehl, warte. Guck mal, hört mir zu. Ja, roch erst mal eine Kippe. Wir kommen ja erstmal alle runter. Ich kann euch auch einen Joint anbieten. Ich wollte euch fragen, ob ihr vielleicht in naher Zukunft, weißt du, an einem Strang ziehen? Oder ob wir das so beibehalten wie vorher? Dann werden wir das jetzt erstmal so machen. Jeder Einzelne, der hier sitzt, wird sich jetzt für die Respektlosigkeit hier entschuldigen. Ja, dann will ich auch, dass jeder Einzelne von euch sich entschuldigt. Nicht von euch zusammen, sondern einzeln. Jeder Einzelne. Geht zu Loco und küsst seine Scheißhand und sagt, es tut mir leid, Loco. Darf ich auch seinen Schwanz lutschen? Da gibt's nicht viel zu lutschen. Crack. Aber dann erwarte ich auch eine Entschuldigung von euch. Weil Loco hat, habe ich nicht am Anfang erwähnt, dass Loco mit dem Beleidigen angefangen hat? Das hast du bist wieder komplett rausgekriegt. Bist mein Auto, oh, dein Hand riecht ja richtig nach Arsch, Alter, das ist im Arsch. Sie war deiner Mutter drin, los. Ja, aber ich nicht abzuwarten, wirklich nicht abzuwarten, vorzuwarten. Los, geh's mal. Hör mir zu, Loco, ja? Ich weiß, du bist ein Hurensohn. Ein Hurensohn bleibt ein Hurensohn. Alles Gute, Hurensohn. Küss meine Hand. Schick nach Scheiße, Mann, der schick nach Scheiße, Mann. Hermanos, wo ist die Einhornmaske? Selber schuld. Es reicht, gottverdammte Scheiße. Also das Ding ist jetzt, wir haben for real nicht angefangen zu beleidigen, ne? Wir haben for real nicht angefangen zu beleidigen. Ist das das Treffen? Also wir haben nur Alkoholiker. Mein Name ist Doofy und ich bin seit 2 Wochen clean. Hallo Doofy. Ich habe aufgehört mit den Staubsaugern. Jetzt seit 2 Wochen, es ist zwar schwer, aber manchmal versuche ich es immer noch. Doofy, meine Frage, welche Marke hast du denn benutzt von den Staubsaugern? Ich hab erst deins genommen, aber jetzt benutze ich deine Mutter. Ja, okay. Aber Doofy, wir sind so stolz auf dich. Wir sind so stolz auf dich. Hallo, mein Name ist Roha. Was? Ja. Hallo, Rohat. Ist scheiße. Mein Name ist Big Saucer.
Hallo Wichser! Und zwar bin ich schon seit mehreren Jahren grasabhängig und Ich kann es bestätigen. Jo, halt deine Fresse da drin. Ich bin seit mehreren Jahren grasabhängig und ich weiß nicht wie, weißt du? Ich weiß es nicht, wie ich das hinkriege und... Therapiestunden also. Nicht in Länder fliegen, wo das ist legal. Gib dem Mann ein Taschentuch, Alter. Lass es ruhig raus, Hosa, lass es raus. Jo, weil da hab ich Rauch am Tag 10 Gramm, Mann. 10 Gramm, Mann. Hier, nimm das Taschentuch, Mann. Und das seit Jahren. Lustig, wir werden, wenn du nicht Urlaub machst, wo ist legal, Gras? Halt deine Fresse. Wie soll ich sagen? Ich hab damit angefangen. Damals. Als mich, weißt du, als mich diese eine Mädchen verlassen hat. Diese eine Mädchen hat mich verlassen, Mann. Voice Cracks Mutter. Oh, oh Scheiße, mein Gott. Ja, Scheiße. Ja, die hat mich auch verlassen. Ja, alter Hure! Oh mein Gott. Auf jeden Fall hat sie nach angefangen, ja? Ich bin irgendwie in so eine Suchtwaffe, Mann. Jeden Tag habe ich geraucht, Mann. Jeden verwegten Tag. Es wurde nicht weniger, wisst ihr, Mann? Jeden Tag habe ich das Zeug raus. Jo, ich hatte einen Grinder, damit konnte ich auf einmal 20 Gramm grinden, weißt du? Auf einmal, Mann, auf einmal. Stabil habe ich auch, hab ich. Ja? Will ein anderer vielleicht reden? Aber die wichtigste Frage... Brauchst du ein Taschentuch? Ich hab nur eins. Nein. Die wichtigste Frage! Alles gut, morgen oder töten? Nö, klar. Was? Morgen oder töten? Beides, Maske. Beides. Junge! Okay. Ja. Der ist ganz verrückt, der mag alles. Ja, und der Bruder rechts neben mir, der fliegt einfach, Mann. Ja, redest du aus einer Pringles-Dose oder was, Alter? Wer hat dich hier eigentlich zur Leiterin gemacht? Hey, das ist kein Jahr. Ehrlich, Alter, setz dich mal auf deinen Platz, Alter, verdammte Scheiße. Wer bist du denn? Ey, yo, du, das ist Polizistin, Mann. Die schreibt alles auf, was du gesagt hast, Mann. Oh. Das ist mit deinem Stimmer. Also, wer will sich als nächstes öffnen? Ali, sprich du doch mal. Nein, ich kann mit meinen Problemen nicht so gut umgehen und offen reden, geht nichts so. Doch, Mann, musst du, Mann. Wir können dir helfen. Wir können dir helfen, Mann. Jeder muss da durch. Zusammen sind wir stark. Oh. Jeder durch, Mann. Zusammen stark. Was sagen sie bei der Orgie auch immer? Ja, okay, ich habe einen Sohn hier in Dortmund, der heißt Kevin. Der arbeitet im Titty Twister. Ich habe aktuell Streit mit diesem Mann. Ich auch. Ja, mit dem kann man nur streiten, dieser Hundesohn. Oh, ich nehme mich gerade selber um, ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm nie erzählt, dass ich ihn eigentlich nur ausgenutzt habe für sein Geld. Aber ich hoffe, niemand von euch verrät das. Wir sind ein enger Kreis. Und Bruder, wir sind ja am Würfelpark. Hier bleibt alles unter uns. Ja, natürlich. Es trägt hier nichts nach außen. Niemand trägt hier was nach außen. Ja, perfekt. Und mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Okay. Du bist stark, Ali. Du bist stark, Mann. Du bist ein starker Mann. Der Nächste. Ich habe ein Problem. Ich habe ein sehr starkes Problem. Aber und zwar, ich kann meine Pinguinmaske nicht mehr absetzen. Schon seit 2 Monaten. Und ich habe schon so oft genießt. Und die ist voll mit Schnodder. Ich fühl mit dir. Ihr wurde schon in die Nase gehauen. Die ist voll mit Blut. Ich weiß nicht. Ich sehe kaum mehr was. Und ich kann die einfach nicht absetzen. Oh, Scheiße, Mann. Hör auf dich rauszureden. Du bist einfach nur hässlich, Alter. Du hast schon ein Klinikum. Trau ich mich nicht. Im Klinikum war ich noch nicht, aber ich traue mich nicht, die zu fragen. Tragen wir nicht alle eine Maske dieser Gesellschaft? Nein, ich bin der Gerber. Mann, Dieb, Alter, gib mir die Kippe. Gib mir die Kippe. Gib dem Jungen eine Kippe. Zitat Ende. Das war's, Mann. Hey, du da. Entschuldigung, kannst du ein bisschen wegrüsten von anderen? Ja, hast du vielleicht irgendwie eine Idee, wie ihr dem mal helfen könnt? Also, hallo. Vaseline, da flutscht das weg, glaube ich. Hallo. Da hat jemand als nächstes irgendwie, wirst du sagen. Ja, Amelie, ich weiß das. Ich glaube, das ist Boschko. Ja, was ist, Bratte? Das ist ein Boschpo. Kannst du wegkurz? Erzähl mal deine Probleme. Wieso? Ich heiße Minirin im Meeren. Ich habe ein Alkoholproblem. Ja, Bratte, rutsch du ein bisschen und rüber. Die Leute, ist die verstehen mich nicht. Ja, Bratte, ich hab kein Problem. Auch wenn ich nicht trinke. Könnt ihr mal eure Fass halten da links, Mann? Der hat ein Alkoholproblem, Mann. Na genau. Was ist das? Hat jemand ein Bier? Ich hab ein warm werden. Ja, dieses Stiefelbier ist gut, Mann. So, ich wollte mich nur kurz halten, aber wenn ich nur nichts trinke und rede, die Leute denken, ich bin besoffen. Und dann fragen die mich, wie heißt du? Ich sag meinen Namen. Da sagen sie, was? Ich bin manchmal falsch geworden. Oh, tut mir leid, Mann, aber so sollte niemand denken. Mensch, Mini. Ja, Mikrofon-Drop. Ja, Bruder, setz dich zu uns. Redet uns eure Probleme. Ja, Toni, willst du über deine Probleme reden? Probleme, ich habe eigentlich keine Probleme. Ich hatte eine lange Zeit, aber jetzt seit, ich glaube, 2 Tage, plack, mein Leben hat sich stark verändert. Der Grund ist neben mir. Oh, also du hast... Los, einfach. Sehr schön. Oh, Maschallah.
Ich schwöre, ich mach kein Auge, Bruder. Danke, danke. Darf ich mich auch was sagen? Jetzt bin ich dran, okay? So, ich bin hier in die, ich bin schon mein ganzes Leben. Ich treffe immer die falschen Männer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die wollen mich immer rumnehmen. Guck mal, hör mir zu, ich hab einen Kollegen. Ja? Hör mir zu. Guck mal, ich hab einen Kollegen. Weißt du, wie lange ich den schon kenne? Seitdem ich hier in Dortmund bin, kenne ich diesen Typen. Er war einer meiner ersten Kollegen. Er stand immer an meiner Seite. Er war ein guter Mann. Immer stand er an meiner Seite. Wow. Und egal was passiert ist, er hat mich hochgeholfen. Er hat alles für mich gemacht, Mann. Vertrau mir, Mann. Meld dich bei Sepp Maier. Sepp Maier, wirklich. Er ist ein guter Mann. Ich kenne ihn sogar. Er ist ein guter Mann. Maier-Legende, Alter. Ich sag euch jetzt ehrlich, warum ich diesen Kreis hier veranlasst habe. Mein eigentliches Problem. In dieser Stadt gibt es eine Familie, die gerne die Zivilisten bedroht. Kali-Kartell! Kali-Kartell, genau. Oh, diese Lukas. Niemand mag diese Familie in dieser Stadt. Ja, Mann. Oh, scheiße, Mann. Und ich wäre dafür, dass wir jetzt jeder Zivilist, dass wir zusammen dort hochgehen und denen eine dicke Ansage drücken. Wir protestieren, ja. Wir protestieren, Mann. Wir protestieren gegen Kali, Mann. Hebt die Schilder, Jungs. Fridays for Future. Ein Spiel in Dortmund. Haben wir Kredit am Start? Ich werd Bitcoin Distrack raushauen. Was ist denn jetzt ein Bitcoin? Was ist denn das, Mann? Wer ist das? Werdet ihr sehen. Kommt, Leute, alle zusammen zu... Holt die Autos raus, Mann. Wir fahren zu Kali. Ja, wir marschieren da jetzt zu Kali, Mann. Wir marschieren da rein, Alter. Komm zu Kali. Komm zu Kali, Mann.